Hey Leute, willkommen zurück zu meinem Let's Play von Minecraft Skyblock. Das letzte Mal habe ich euch versprochen, dass ich dieses Mal definitiv offscreen Cobblestone farmen gehe. Und genau das habe ich gemacht. Wunderbar, 4 Stacks Cobblestone. Was für eine Zeitverschwendung. Außerdem merke ich gerade, ich habe einen ziemlichen Hunger. Und da mir hier irgendwie noch wegen so wenig Hühnern, die ich habe, ein bisschen das Fleisch fehlt, muss ich eben doch zu Melonenstücken greifen. Ekelhaft. Was wir das letzte Mal gemacht haben, ist hier ordentlich, naja, mit Bäumen so eine kleine Allee gezimmert und uns überlegt, dass das Ganze eigentlich mit Kürbissen und dazwischen drin Bänken ziemlich, ziemlich geil aussehen könnte. Wie das Ganze dann mit Tageslicht aussieht, das gucken wir uns jetzt an, denn ich habe momentan auch gar keinen Shader drin. Ich warte nach wie vor auf die Release eines bestimmten Shaders, was sich eigentlich seit Wochen nur noch um Tage handeln kann und trotzdem nicht geschieht. Furchtbar. Haben wir da drüben vielleicht eine weitere Melone? Wenn nicht, können wir uns wenigstens mal um die Bäume dort kümmern. Und hat sich da gerade eben tatsächlich ein Schaf auf... Scheint so. Also es sah gerade so aus, als hätte sich ein Schaf auf ein blödes Ding, auf ein Schaf, auf ein... Moment, als hätte sich eine Ente. Nein, keine Ente. Als hätte sich... Was wollte ich gerade sagen? Es hat tatsächlich gerade so ausgesehen, als hätte sich ein Huhn auf ein Schaf gesetzt. Was war denn jetzt gerade los, hey? Wir haben natürlich auch... ich habe auch gerade keinen Dingermod drin. Weil ich gerade ein bisschen ohne Mods spiele. Ja gut, dann müssen wir eben improvisieren, dann gibt es eben doch dann nichts davon. Egal, wir gehen heute in die Hölle und werden dort einige Sachen in Richtung Farm machen. Und zwar in Richtung von, wie heißen die Dinger denn? Zombie-Pigman, genau. In Richtung Zombie-Pigman-Farm. So, dafür brauchen wir einfach mal Stein, sage ich. Treppen wären vielleicht auch ein Einsatz, sind aber jetzt nicht unbedingt notwendig. Ja, wir machen noch ganz paar Steinstufen, damit wir da wenigstens halbwegs gut runterkommen. Da brauchen wir wahrscheinlich genau 6 für, deswegen nehme ich jetzt nochmal die 2, die wir da haben. Und hoffe einfach mal. Doch, 6 müssten perfekt reichen, oder wir brauchen 9. Ach, das werden wir gleich sehen. Los, ab in die Hölle. Hoffentlich geht das jetzt gut. Ja, ich will, dass dort Zombie-Pigmen spawnen in der Hölle. Und dann will ich sie mörderisch vernichten. Das hört sich jetzt ein bisschen gewalttätig an, aber es ist leider genau das, was ich vorhabe. Ich möchte ihn nämlich nicht in der Falle stellen, aber eine Möglichkeit, sie einfach zu töten. Da gibt es in der Hölle nicht allzu viele, muss ich wirklich sagen. Möglichkeiten, Viecher effektiv und einfach zu töten. Deswegen werden wir da draußen so einen kleinen Schwertkampf machen. Wird sicher ganz lustig. Okay, wir brauchen 1, 2, brauchen wir echt nur 6 Stufen? Das fände ich jetzt echt episch. Auch richtig krass, weißt du? Haben wir doch erst vor kurzem hier in der richtigen Welt... Na, scheiße, da wollte ich eigentlich die Stufe nicht hinsetzen. In der richtigen Welt rumgebaut. Und jetzt sind wir auf einmal in der Hölle und bauen hier rum. Verkehrte Welt. Guck, doch, 6 Stufen haben gereicht. Alles ein bisschen asynchron hier. Asymmetrisch meine ich natürlich, aber das ist total nebensächlich, weil es wird funktionieren. Jetzt hier noch einen kleinen Weg, etwa bis hierhin. Bitte nicht laggen, Minecraft. So. Und was ich jetzt vorhabe, ist hier einfach ein einfacher Türbogen und ab dort dann die ganzen Zombie-Viecher. Gucken wir mal, ob es gut geht. So. So. Ja, ja, ich habe hier so eine hübsche kleine Idee, wie man die relativ einfach töten werden kann. Im Idealfall jedenfalls. Nur dazu muss ich kurz überlegen, wie man es am besten baut. So, genau so. Guck mal. Jetzt haben wir nämlich hier einen Block. Den kann ich jetzt immer hier wegschlagen, wenn ich da doch noch hochkommen wollte. Und jetzt kann ich jetzt nämlich von hier unten auf die ganzen Zombies draufhauen, ohne dass die zu mir kommen können. Und das war genau der Plan. Weil jetzt kann ich nämlich hier eine kleine Spawning-Plattform bauen, auf dem tatsächlich Zombie-Pigmen spawnen können. Die sind dann momentan natürlich noch, Gott sei Dank, neutral zu mir gesinnt. Aber das wird sich natürlich nicht halten. Es wird nicht lang dauern. Das heißt, ich muss eigentlich nur einen einzigen Mal leicht anstupsen. Und dann sind die mir feindlich gesinnt. Und genau das will ich, denn ich will an ihr Gold kommen. Das Gold, das können wir für alles Mögliche gebrauchen. Wir könnten uns eine Goldrüstung machen, wenn wir wollten, oder Goldblöcke. Goldene Äpfel, es gibt viele Sachen, für das man Gold in Minecraft gebrauchen kann. Und dafür möchte ich das Ganze hier eben verwenden. Hier auch ganz gezielt auf dieser Höhe Stein, sodass man nach unten drunter durchgucken kann, sie aber nicht mehr zu uns hinkommen. Also das tatsächlich hier habe ich so noch nie gebaut, es ist auch nur improvisiert. Aber sollte den Zweck erfüllen, sodass wir ganz einfach an alle Ressourcen drankommen, die wir hier benötigen.
Oh, willkommen zurück auf der normalen Welt. Braucht natürlich einiges an Cobblestone. Auf was habe ich denn die Maus stehen, ey? Hallo? Okay, so. Braucht natürlich jetzt einiges an Cobblestone, aber genau deswegen habe ich ja auch im Voraus gefarmt. Bin gespannt, wie viel es tatsächlich brauchen wird, ob meine paar Stacks, die ich jetzt hier habe, reichen oder ob wir gleich improvisierterweise nochmal mehr abbauen müssen. Was ich außerdem hier noch schnell machen will. Oh Gott, das war knapp. Ist den hier. Kommen wir da noch durch, wenn wir. Ja. Das hier. Jetzt können wir nämlich nicht mehr auf der anderen Seite rausfallen. Das war nämlich auch so eine Sache, die mich extrem angepisst hat. Okay, natürlich brauchen wir hier auf dieser Seite Dunkelheit. Das heißt, also dunkel muss jetzt nicht sein, aber es muss schon ein bisschen dunkel sein. Weswegen ich jetzt auch hier nicht weiter ausleuchten möchte. Genau so. Und jetzt geht das Ganze eigentlich nur noch hier in die Länge zu ziehen. Man könnte sogar, wenn man ganz lustig ist, hier noch so einen Gang durchbauen, wo man dann auf die Viecher draufhauen kann. Aber ich weiß auch gar nicht, wie groß diese Spawning-Plattform am Schluss tatsächlich sein muss. Und dunkel es sein muss und so weiter. Irgendwann wird auch der Glowstone da hinten noch dran glauben. Ich baue jetzt einfach mal hier rum und dann gucken wir, wann die ersten Viecher bereit sind zu spawnen. So, breiter muss es eigentlich nicht sein, eher länger. Weil die werden wahrscheinlich auch hier so einen Mindestspawn-Radius haben. Das heißt, ich habe bessere Chancen, wenn ich das ein bisschen hier lang baue. Guck so. Und ab jetzt hier wieder. Sind wir einfach mal gespannt, wie sich die ganzen Viecher verhalten. Ich habe selber sowas noch nie gebaut. Das heißt, es ist gerade für mich auch komplettes Neuland, wie sich das Ganze verhält. Es würde jetzt in diesem Fall sogar nicht mal was bringen, mir jetzt Tipps zu geben, wie man das am besten baut, weil wenn ich das hier sehe oder wenn ihr das hier seht, habe ich das Ganze eh schon fertig. Also guckt einfach zu, genießt es, wie ich hier gerade nirgendwo rumbaue mit null Ahnung von allem. Und wir gucken mal, was draus wird. Weil hier werde ich nämlich dann auch die Pilze setzen im Nether, weil dort ist gerade mal dunkel genug dafür. Und sie wachsen lassen, um an neue Pilze ranzukommen, um zumindest so einen Mindestvorrat an Mushrooms du mir anzulegen. Der ist nahrhaft. Warum denn auch nicht? Und so langsam dürfte, also hier dürfte es schon bald dunkel genug sein, finde ich. Ob das schon weit genug weg ist, weiß ich nicht, aber dunkel genug sein dürfte es doch zumindest. Ich weiß auch, dass sowas funktioniert. Das ist ja auch nicht immer gegeben, ob so Farmen funktionieren. Aber das funktioniert tatsächlich, das habe ich nämlich schon einmal ausprobiert. Allerdings ist das so lange her, dass ich diese Farm schon mal gebaut habe. Ich weiß es nicht mehr. Wenn wir von dem Radius auf der Oberwelt ausgehen, sage ich mal, dann dürften das 20 Blöcke sein oder sowas, die wir weit weg sein müssen. Das heißt, wir dürften hier schon bald anfangen zu spawnen. Natürlich nicht, wenn wir uns gerade hier bewegen. Obwohl im Nether kann auch dieses Gesetz komplett umgedreht sein. Also gucken wir einfach mal, was passiert. Vielleicht ist hier auch noch tatsächlich zu hell, man weiß es nicht. Vielleicht rede ich gerade auch nur einfach zu viel und die haben deswegen keinen Bock. Man weiß gerade echt nichts. Guck. Obwohl ich meine, dass das von der Entfernung schon bald passen müsste. Also, ich werde jetzt noch meinen letzten Stack hier verbauen. Und dann gucken wir einfach mal, was hier alles bei spawnt. Und vielleicht spawnt auch gar nichts. Und haben halt kein Glück gehabt. Holy shit, hey, da oben ist aber auch Party. Wurde ich auch in den Kommentaren darauf hingewiesen, dass sie doch gar keine Karotten droppen können, wenn sie von selbst sterben. Und das stimmt, das habe ich schlichtweg vergessen. Das wusste ich eigentlich, dass sie Special Drops, aber so irgendwie. Auf jeden Fall, es ist so. Special Drops können nur dann passieren, wenn man die Viecher auch wirklich erschlägt. Nicht so, wie sie da aussehen. Und naja, was so. Ah, guck mal. Habe ich es doch gedacht. Ja, was machen wir jetzt? Wir machen das hier schnell symmetrisch. Symmetrisch war das richtige Wort. Ich baue nämlich hier auch noch eine Brücke rüber, dann können die wenigstens hier irgendwie so rüberlaufen. Dann ist hier also in der Mitte so ein großes Todesloch, der Verdammnis des absoluten Todes auf Doom. Und solange der mich hier nicht angreift, ist es mir auch herzlich egal, was wir hier wie bauen. Tatsache ist, dass ich hier unbedingt noch einen Pilz großziehen will, beziehungsweise beide Pilze, um ein bisschen den Pilzvorrat zu haben, bevor ich sowas an der, ja, an der normalen Welt baue. Bin mal gespannt, wie die Pilze wachsen. Da wurde ja was geändert, wieder vor einigen Minecraft-Versionen. Also das ist nicht aktuell, das ist schon einige Zeit her, sodass Pilze nur noch richtig gut auf Mycelium oder wie dieser Stoff heißt, wachsen und nicht mehr auf normale Material, weswegen das ein bisschen buggy werden könnte. Ich bin mal gespannt. Ich bin echt gespannt, wie sich das verhalten wird.
Aber schön, dass dieser Pigman hier gespawnt, denn das ist irgendwie so der Beweis, dass ich nicht ganz falsch liegen kann. So, diese Reihe noch, da haben wir definitiv genug gebaut hier im Nether. Genau so. Jetzt lassen wir den einfach mal hier ein bisschen rumstehen, gehen nochmal in die Realwelt, holen meine Pilze, gucken dann, dass wir beide groß kriegen, beide wieder abgebaut kriegen. Und ab dann wird dann die Falle quasi scharf gemacht, ab dann werde ich hingehen und hier die Zombies rigoros sterben lassen, wenn es nach mir geht. Mal sehen, wie sich das verhält, mal sehen, wie oft ich selber bei diesem Versuch, sage ich mal, draufgehen werde. So. Dann brauchen wir vielleicht zwei Erde. Betonung auf vielleicht, weil ich es nicht weiß. Und die zwei Pilze und vor allem einiges an Bone Meal. So. Okay, so verhält sich das. Bin mal gespannt, was jetzt passiert. Na, guck mal, das funktioniert doch schon wesentlich besser, als ich gedacht habe. Okay, den ersten setzen wir, glaube ich, hier hin. Wächst der jetzt? Ich glaube, der wächst nur auf Erde. Kann auch sein, dass es in der Hölle gar nicht funktioniert. Also wie gesagt, da bin ich gerade, das ist alles gerade ein bisschen Neuland für mich. Ein bisschen. Na, guck mal, dachte ich doch. Okay, perfekt. Dann können wir gerade die andere Erde da hinten hinsetzen. Weil ich will hier eigentlich keine dauerhaften Riesenpilze rumstehen haben. Die will ich eigentlich schon in die normale Welt pflanzen. Aber wenn es dort nicht wächst, dann werde ich nicht zögern, das Ganze hier hinzusetzen. Jetzt haben die natürlich die geile Eigenschaft. Die geile Eigenschaft. Oho. Hört, hört. Dass, wenn man die jetzt hier kaputt haut, dass die Pilze ohne Ende droppen. Zumindest habe ich das so in Erinnerung. Genau. Guck mal. Bin gespannt, wie viele Pilze wir danach haben. Das ist richtig krass, wenn man Pilze zum Mittagessen hat und dann hier gerade die Pilze von sich hier runterregnen lässt. Das ist irgendwie so ein bisschen pervers. Egal. Komme ich hier auch an alles dran? Nein, werde ich natürlich nicht. Ich kann mir aber mal so einen kleinen Weg hier hochbauen. Guck dir das an. Ihr habt nichts gesehen, okay? Scheiße. Sprinten, mein Freund. Dankeschön. So einen kleinen Weg hier hochbauen, um an die restlichen Pilze zu kommen. Ich meine, guck, wir haben jetzt hier einen geopfert. Oder für schon hier, was weiß ich, mit allen, die unten liegen, sind wir sicher schon bei 20 Pilzen. Und genau das wollte ich einmal machen, weil noch kann ich es machen. Noch habe ich keine von diesen Zombie-Pigments hier vergewohltätigt. Das heißt, sie sind mir noch wohlgesinnt. Das wird sich demnächst dann ändern. Und dann muss ich aufpassen, was ich wo baue. Weil ansonsten hauen die mir schnell die Hucke tot. Die Hucke tot, die Hucke voll.